D'accord. Das existiert schon seit 1505. Das ist echt ein familienfreundlicher Betrieb. Dafür hast du aber auch schon die Sprache angenommen, ne? Ja, Dialekt, so ein bisschen Schwäbisch. Genau. Ja, ja, das ist immer zu den. Ja, 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 ja. Also deswegen sage ich immer, ich mache es nicht schlecht. Und dann sehe ich über Fotos, Videos und über das, was ich den Leuten rüberbringe, denen erkläre, wie die ersten Tage zu Hause, wie sie da rankommen, versuche ich eine Beziehung aufzubauen und damit den Hund auch zu vermitteln. Aber eben wir suchen noch Vermittler, was hältst du davon? Ja, suchen noch Vermittler, was hältst du davon? Ja, total gern. Also ich bin für alles offen und helfe sehr, sehr gern. Weil mit den Leuten reden, die Kommunikation, wie eine Vermittlung abläuft, Positives, Negatives, ja. So diese ganze eigentlich, dass der Hund rüberkommt mit seinen Fehlern und die Leute wissen, was passiert.